Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video und es ist jetzt gerade 4 Uhr 31. Ich habe die ganze Nacht im Prinzip wach gelegen und wollte wissen, was jetzt endlich dieser groundbreaking Moment der WWE-Geschichte sein soll. Und es gab einen wunderbaren Livestream über alle Plattformen, außer natürlich in Deutschland, alles wieder mal gesperrt durch YouTube. Danke GEMA. Und wir haben natürlich das Problem, dass wir halt nirgends gucken konnten. Ich habe es trotzdem hingekriegt, einigermaßen mir das Ganze anzusehen, spätestens wenn du dir das Handy rausnimmst und in der WWE-App alles guckst, denn das ist die Zukunft. Und es ging um das WWE Network und das wussten wir eigentlich schon alle, dass es kommt. Wir wussten auch, dass es ja jetzt, dass auch diese Ankündigung wahrscheinlich dementsprechend sein wird, aber das, was ich eigentlich am krassesten finde, ich bin noch voll durch den Wind, jetzt gehen meine Heizungen an, ist, dass der Preis, die ganze Scheiße, du kriegst WWE live, 24 Stunden, 7 Tage die Woche live, die zeigen alles Mögliche, was sie gerade rankriegen, die zeigen komplett alles Alte, alles Neue, alle Shows werden da gezeigt, NXT, WWE, Superstars, SmackDown, Raw, allen möglichen Kram. Alle Pay-Per-Views, auch WrestleMania, alles mit drin. Du kannst dir alle Pay-Per-Views angucken, von der ECW, von der WCW, alle, die jemals da kamen und natürlich auch von der WWE. Du kannst alles suchen. Es ist im Prinzip dieser 24/7 On-Demand-Service, den man schon öfter mal mitbekommen hat auf der WWE-Seite, ist in dem WWE-Network mit integriert. Du kannst also den ganzen Babel, selbst wenn du mal was verpasst hast, du kannst es alles wieder gucken. Du kannst es auf deinem Tablet gucken, auf deinem Handy, du kannst es auf deiner Xbox gucken, auf der PlayStation, du kannst es überall gucken. Und ich bete zu Gott, bitte auch in Deutschland. Auf der WWE-App ist ja kein IP-Ban, so wie es auf YouTube ist. Ich gehe also mal davon aus, dass es auch für Deutsche die Möglichkeit geben wird, darauf zuzugreifen. Denn das Krasseste an der ganzen Geschichte, also erstmal, es geht los am 24. nach Raw, geht das WWE Network an den Start. Es gibt, obwohl es ja WWE Network, also WWE Sender heißt, gibt es keinen direkten Sender, also es läuft den ganzen Tag, aber man kann es nur durch die App im Prinzip sehen oder durch die Internetanbindung, durch die Internetleitung. Es läuft alles über Browser, über die WWE-App, also alles online. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht Sky anrufen und einen neuen Kanal dazu buchen oder sonst was. Und das Krasseste wirklich ist einfach mal der Preis. Und der Preis ist 9,99 in Dollar. 9,99 pro Monat für alles. Du kannst alles gucken, du kannst alle Pay-Per-Views, ich bin ein bisschen gehuckt, wie ihr natürlich merkt. Und also gerade, dass du alle Pay-Per-Views in HD überall auf der Welt gucken kannst, für 8 verschissene Euro. Ey, das ist so Hammer. Das hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Natürlich rechnet sich das für die WWE auch sehr gut. Man hat einfach mal geguckt, wie viele Leute haben wir auf Facebook. Man geht einfach mal davon aus, dass gut 90% der Leute wahrscheinlich so einen Account machen würden. Und gerade für den Preis. Und das ist natürlich ein Bombengewinn jeden Monat, die damit einfahren. Aber das kann mir scheißegal sein. Für uns Fans ist es einfach mal ein richtig geiles Angebot. 9,99 ist nichts, das kann sich so jeder Student leisten. Also auf jeden Fall eine echt coole Sache. Am 24., also für uns am 25. um 5 Uhr muss das denn sein, nach Raw, geht das Ganze an den Start. Ich werde auf jeden Fall einer der Ersten sein, die sich da so einen Account machen. Und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Und ich lege mich jetzt hin und gehe schlafen. Also haut rein, ciao.